Sehr gute Ult, Frederik. Dann auch noch so ein brillantes W hinterher. Mann, das war aber gut, ey. Who's that Pokémon? Schaut, ne? Ihr guckt so, ne? Ich wusste es schon. Ihr schaut so in eure Liste rein. Dann habt ihr halt hier so die Subs, ne? Und dann haben wir den Bergjuden, ne? Alias Wannabe Ambi. Und das sind ein paar, ne? Wait, what? Wait, das ist ja auch von heute. Holy shit, what? Ach du Scheiße, what? Ja, 160 Subs. Ja, was sag ich da jetzt? Taschengeld für den Urlaub ist auf jeden Fall da jetzt, ne? An der Stelle. Was? Du, das ist nicht... Ich hab... Du nur... Was? Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal Akali raus. Applaus für eine Minute. Schauen wir mal. Hier. Eine Minute Applaus. Perfekt. Ja, so, jetzt will ich einmal kurz kicken hier als nächstes. Das ist super. Die klatschen da jetzt echt, das sind normale Menschen, die klatschen wirklich eine Minute oder was? Hey, die klatschen ja wirklich eine Minute. Das sind richtige Menschen. Damn, oh. Ja, das war eine Minute klatschen. Ja, das wirft einen immer so ein bisschen aus dem Konzept. Wenn sowas passiert. So, volle Konzentration jetzt. Jetzt mal kurz hier nach unten. So. Vom Conqueror Castle, weil ihr das sehr leicht stacken könnt und das extrem gut ist, hoffe ich. So, jetzt volle Konzentration hier aufs Game. Okay, wir haben Steelback und Lacker auf der Botlane. Jetzt mal hier wieder Richtung Mitte laufen. Es könnte natürlich sein, dass die irgendwo da hinten stehen. Okay, die machen unseren Red gerade. Das Midlane-Matchup ist, ich meine, der kann uns natürlich probieren zu One-Hitten. Alter, bin ich ein in Inter. Nee, das hat mich jetzt aus der Bahn geworfen, das Ganze. Jetzt habe ich geintet. Ah, wenn ich das richtig spiele, ne, dann ist er tot. Ich muss alles, was ich machen muss in dem Fall, ist seitlich flashen, seine Tröte flashen und dann kann ich ihn danach runterchasen. Das große Problem ist, dass die Wave auch slow pusht. Das heißt, wir sind jetzt mittel tatsächlich ziemlich doomed, weil wir verlieren mehr als eine ganze Wave. Ne? Wir verlieren ungefähr 1,5 Waves, sogar 2 Waves. Und gleichzeitig bin ich noch gestorben, habe also First Blood abgefiedelt. Nicht so schön. Und mit einem, ich würde sagen, schon ein Counterpick. Also Cassio gegen Klett. Jetzt müssen wir halt aufpassen, weil der kann uns jederzeit, wenn er den Dash hat, kann er uns gleich einfach one-hitten. Das ist das Problem, wenn ihr Conqueror Cassio spielt, ne? Weil mit Face Rush Cassio seid ihr da immer sicher, aber mit Conqueror Cassio seid ihr dann natürlich tot, weil ihr halt nicht den extra Pese-Speed habt. Jetzt haben wir schon wieder einen großen Teil der Wave verloren. Also jetzt ist es wirklich schlimm gerade. Aber es ist nur meine Schuld, ne? Ich habe einfach jetzt dumm gespielt zweimal. War zu übermütig, ne? Hab da den Early Fight verkackt. Nee, der hat das schon wieder ab. Er stirbt sogar, ne? Nice. Das ist sehr, sehr gut für mich. Das ist sehr, sehr gut. So, wir müssen uns jetzt das hier mitnehmen. Dann haben wir unsere Trainer ab. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir langsam unsere Core-Items bekommen. Gegen den gefeedeten Kartus werden wir für ein relativ frühes Benjis wahrscheinlich gehen müssen. Wir wissen, dass der wahrscheinlich wieder rein Yolon wird direkt. Mal healen müssen. Ich hatte kurz Angst, dass jemand kommt, aber ich habe dann auf die Minimap geguckt und es war eigentlich keiner wirklich da. Jetzt hat er seine ganze Lane wieder weggeworfen, zum Glück. Wenn der Kardos kommt, werden wir auch probieren, den auch noch zu killen. Nur wenn er aggressiv geht. Und wenn er so defensiv spielt, können wir leider nichts machen. Wenn er aggressiv gegangen wäre, hätten wir es auf jeden Fall probiert. Jetzt einmal hier kurz entspannt bleiben. Ah, ich muss einfach ein bisschen runterkommen wieder und aufhören, halt solche blöden Plays zu machen. Sind wir schon fein. Könnten für einen Dive versuchen zu gehen, aber ist halt immer risky. Sehr gute Ult, Frederik. Dann auch noch so ein brillantes W hinterher. Mann, das war aber gut, ey. Problem ist, er kann jetzt Flash tröten. Er kann jetzt Flash tröten und kann sich mit Flash Tröte sein Reittier holen. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir dann überleben können. Und die Gneitert halt auch wieder ab, ne? Kurz back to base hier. Aber der kann da unten nichts machen, normalerweise. Ja, der ist schon wieder tiltet. Wie sind die nicht gestorben? Achso, Stopwatch und E, wow. Ein Tilter für den Mann. Ja, denkst du, Rex 2 Kills, kriegst nicht mal ein. Wir werden jetzt hier gleich reinlaufen, mein Pappenheimer. Okay.
Tja, was ich nicht wusste ist, dass hier irgendwo ein Wort war und der Klett schon auf mich gewartet hat. Das war mir jetzt natürlich, das kam als große Überraschung. Der Nautilus war auch schon hinter uns. Ich meine, es war natürlich sehr gierig, der Move. Der war schon sehr gierig. Aber auf der Haben-Seite bin ich nach wie vor extrem gut im Saft hier. Kann höchstwahrscheinlich im späteren Spielverlauf hier eine tragende Rolle einnehmen. Außerdem haben wir noch Rakan und Xayah auf der oberen Linie. Die auch eine Menge machen können für uns. Die können auch eine Menge machen für uns. Das hat ja Potenzial für Desaster jetzt da oben, ja, das falsch spielen. Das hat auch das Potenzial für einen sehr, sehr guten Move, aber. Ich kann es hier von hinten ranflanken, habe aber kein Ull. Aber dann nähert sich die Schlange von hinten an. Wer wusste das? Wir wieder ab in die Mitte flitzen. Oh, das ist auch ein Nautilus-Freak. Wobei, der hat noch Ulti, ne? Aber der wird auch auf uns gehen, weil ich keinen... Aber der weiß nicht, dass ich Heal habe und Ulti. Ich bin fast sicher, dass der für uns gehen wird. Ja. So, und dann stacken wir Conqueror. Und der ist tot. Oh, schade. Wenn ich ein bisschen früher turne, kann ich mich mit Conqueror und Esther aus der Range heilen, dass er mich killen kann, wenn ich alle Sachen sidestippe. Aber ich hätte ein bisschen früher meinen Q werfen müssen. Dann hat leider Smite plus Dark Harvest Proc hat mich gerade noch gekillt davor. Ein bisschen schade auch, ne, mit dem Ignite. Daran hatte ich nicht gedacht. So. Ja, wir können einfach finishen. Mann, ich würde echt so gerne mal wieder ein Late-Game. Also das stört mich das als einziges so ein bisschen. Late-Games sind echt zu selten. Und Late-Game im League macht halt so viel Spaß, finde ich. Deswegen ist halt echt schade, wenn es halt so wenig Late-Games gibt. Der wird bestimmt greeden für ein Ken-Minion, oder? Das könnte genau reichen, dass wenn ich flashe... Warte mal. Eins, zwei... Ich flashe. So, hier die nächste Wave noch schnell nehmen. Jetzt hier rüber. Mal gucken, was wir machen können. Das ist halt ein Mountain Drake, wäre ab. Den würden wir schon ganz gerne nehmen. Ja, wir könnten da auch Mitte ganken. Oder wir schnappen uns kurz in den Fern. Den Blue. Ja. Die gute alte Flinko Pyre wieder am Start, ja. Vielleicht kann ich einfach weitergehen. Keiner von denen kann mich aufhalten. Relativ sicher. Relativ sicher. Es kann sein, dass jemand probiert, von denen den Red Buff zu machen. Dann werden wir hier schon mal direkt stehen. Und erlungern. Oh, ich glaube, die haben dann Ward. Scheiße, Mann. Nee, das ist sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist. Der hat leider minimal mehr Range als ich. Das hat mein Movement gerade. Ich treffe das ja nix, ey. Aber Lacker hat das. Oh. Ah, die Federn falsch zurückgezogen. Okay. Okay, okay. So. Ja, tatsächlich bin ich trotzdem super gefeedet. Ich hätte einfach flashen müssen da. Wenn ich flashe, dann kann ich noch ein E auf den Nautilus machen, bevor mich die Ulti vom Nautilus hochwirft. Und dann kann ich zusätzlich noch, dann bin ich zusätzlich noch aus der Katos-Passiven raus. Habe ich leider nicht geschafft da. Hast schon den neuen Elderdrachen gesehen? Ich habe einen gesehen im Gegnerteam und dann war das Spiel sofort vorbei. Ansonsten habe ich noch keinen gesehen, nein. Schon wieder so ein awkwarden Spot hier. Nein! Oh, ich könnte so sauer sein, ne? Mit meinem Gameplay hier in dem Game. Hier wegküpft oder sofort wieder rangezogen wird, ne? Ja, die können jetzt Nash nehmen. Sie sollten Nash nehmen. So, einen guten Teamfight. Ein guter Teamfight. Es ist nur noch ein klitzekleinen Pentakill, bräuchte ich hier. Ja, fängt schon mal gut an. Wir können einfach hochgehen, ne? Oder runter. Ist egal. Wir können auf jeden Fall überall hängen.
2000 Jahre später. Wir haben ihn. Na? Wir haben ihn. So, jetzt können wir als nächstes hier kurz die T-Ticks nehmen. Da haben wir ein Outplay mit der Pflanze. Da haben wir ein Outplay. Okay, währenddessen finisht unser Team. Das läuft ja alles wie geschmiert hier, sage ich euch. Das läuft ja alles wie geschmiert. GG. Well played.